Ich arbeite auf der Notfallstation im Spital in der Pflege und habe mich dann dort beim Patienten mit dem Covid infiziert. Nachher habe ich schwerste Atemnot bekommen und ich habe gedacht, jetzt bist du so jung, 32, und jetzt stirb ich einfach, weil ich nicht mehr schnaufen kann. Ich habe schon 1000 Patienten mit Atemnot betreut, aber ich habe noch nie selber Atemnot gehabt. Und das ist grausam. Es ist einfach nur grausam, weil du meinst, du stirbst jetzt. Und so ist es mir in dem Moment gegangen. Ich habe mich am Bett abgestützt und dachte, jetzt bin ich am Sterben. Ich komme keine Luft mehr über. Es gibt einfach Patienten, die du nie vergisst. Und er ist bei mir der. Und es tut mir so unendlich leid, weil er hat es auch verdient, die Impfung zu haben. Aber also, er ist halt zu dem Zeitpunkt, wo er sich angesteckt hat, hat man noch nicht können impfen. Und er, ich werde ihn nie vergessen, nie. Wir haben immer gelernt in der Ausbildung, man darf nicht mitleiden, man muss nur mitfühlen. Aber es ist schwierig, wenn man jeden Tag das Leiden, die Atemnot hat auf dem Notfall und dann auch wieder Angst, dass man sich wieder ansteckt und es nachher heimträgt und irgendjemand anders dann noch infiziert.